So, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Incredible Adventures of Van Helsing. Wir haben ja das Gebiet hier geklärt, so wie es aussieht, ne? Und sprechen jetzt mal You mit dem did Bürgermeister. it. You banished the Rasalkas for good. Monsters never disappear for good, but you'll be safe for a while. Und da lag noch was. Oh nein! Oh nein, wie ich was hasse. Hast du allgemein bei Spielen, wenn man irgendwas triggern kann, ohne es zu wissen, und dann nicht mehr in diesem Bereich zu Ende loopen kann, zu Ende suchen, dass es sowas Essen ist. Und du siehst, ah, da hinten links ist noch was, aber ich gehe kurz erstmal da und dann zack, nächstes Level und denkst du, ey, fick dich, Spiel. Fick dich einfach hart ins Knie. I gather you were the one who helped me, yes? I had selfish reasons. I need to know what happened in Borgova. Science happened! Which means Science. That there are experiments where you create a monster. And Borgova is a monster now. Sprech mit dem Roma-Anführer, die umherziehende Roma-Verfluchten, den Dorf-Alchemisten. Ich benötige seine Dienste, also muss ich erst mit den Roma sprechen. Not enough space. Warum bist du jetzt eigentlich Englisch? Spiel? My backpack is full. Schon die ganze Zeit voll, ne? Englisch. Aber vorhin hat er vorhin gesagt, ich bin voll. Was ist? Ich habe mein Hirn schon automatisch assoziiert. There is a well in the village where the ink seeps out into this world. An ink type snatched away a bag of valuable components from me. And how can I help you with that? If you could climb down into the well and risk your life by looking for my belongings, I'd be very grateful. I had a feeling you'd say that. Dazu, dass wir mal gleich wieder wegbeamt. Weggebeamt. Okay. Viele Punkte zum Verteilen, ne? So, auf Karte durchgehen, ne? Guck mal. 99%. Was wollte ich jetzt? Fertigkeiten, ne? Habe ich noch nichts Neues, okay. Ach, ich kann ins Inventar verflucht, aber eins. Ich bin überhaupt ablenken muss. Das schmeiß ich raus. Ich checke und holen wir es einfach wieder. I've heard you're going to the Gallows Bog with a sure. I'll look around. Guck mich um. Welcome back, stranger. Have you managed to find anything for me? So. Check mal. Check mal. Kann man nicht benutzen. Kann man nicht benutzen. I'm still looking. Ich hole jetzt erstmal das Ding, was da lag. Und. Ja, Probe, was kann man eigentlich machen? Ach, mein Freund, do you have my bag? Was kann man da machen? Gegenstand verstärken, okay. Demontieren. Essenz verstärken. Essenz kombinieren. War da irgendwas dabei, was da noch hier ist? Guck mal. Wechselbrücke Essenz. Ätherische Essenz. Was kann man damit überhaupt machen? Not yet. Not yet. Please be patient. Okay. So, was haben wir jetzt da noch gekriegt? Irgendwie ein. Sorry. Das können wir erst mit nächster Stufe. Das sieht doch ganz gut aus, eigentlich, oder? Das ist LP.
2 pro Stufe. Plus 2 pro Stufe. Das sieht ganz gut aus. Die ist ja schon nächste Stufe verfügbar. Und ist sogar schlechter. Oh. Oh, guck mal, Verteidigung. Ja gut, Schutz 16, okay, das ist diesmal nachvollziehbar. Auch echt schwer. Basis physischer Widerstand, Basis LP, Gegenstandsverteidigung. Schwierig, schwierig. Geht dann bloß die Verteidigung hoch, SPS geht runter, Glück geht runter, Mana geht runter. Aber im Großen und Ganzen. Das Elementar, Basis Mana, Basis LP. 14 Basis LP. Das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Puh, das ist hart. Meistens 16 Schutzpunkte, das ist auch nicht gerade wenig. Der Scheiße. Das ist auch scheiße. Auch scheiße. Nö, dann. Welcome back, stranger. Have you managed to find anything for me? Testet das auch. Weg. 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 Oh, ich bin mir echt unsicher. Aber weißt du was? Tschüss. Scheiß drauf. Ich rummache jedes Mal. Und das ist aber auch nicht schlecht eigentlich. Falsch gelassen. Na klasse, falsch gelassen. Hier nichts mehr gescheit. Hier nichts mehr gescheit. Ringe. Weg, weg. So. I'm still looking. So, kann ich hier auch. Welcome back, stranger. Have you managed to find anything for me? Kohlehammer ist ein paar Kohlehammer. Komm für mal ich. Vielleicht 10 Stück. So. I'm still looking. Ich könnte immer noch. Welcome back, stranger. Kaufen, have you managed to find anything for me? Hab ich auch nie in Erwägung gezogen. Na, schon besser. So auf die falsche Klasse. I'm still looking. Puff, gepupst. Warum ist das hier so komisch grün? Muss ich da irgendwas machen? Was ein Symbol für was der ist oder nicht. I've heard you're heading to the gallows bog. Do you know that the machine men have a camp there? This is where they experiment on the werewolves. Let me guess. You want me to let the werewolves free? Evans, no. Why would I want such a thing? No, I'm only interested in the strange substance that gets these dreadnecks up and running. I will pay you generously. Fine. I always wanted to know what's inside. Bitte Geld. Ich nicht widerstehen. Was? Warum? Hier, ne? Ach, mein Freund, do you have my bag? Essenz verstärken. Das überhaupt nicht, ich hab das. Not yet. Please be patient. Ach, mein Freund, do you have my bag? Sorry, aber. Was kommt hier? Das Schwert. Also, Gegenstand verstärken. So. Das Schwert. Mit einer. Silber Essenz. Scheint nicht zu gehen.
Potions. Eine Knarre. Mit Quicksilber-Essenz wäre es aber nicht so. Wird Sinn ergeben. Aber noch eine bessere Knarre nachher, ne? Komm, dann machen wir hier mal eine normale Quecksilber-Essenz rein in die. Die muss ich eh nicht so lange benötigen. Kostet tut's mich nichts, oder wie? Was hat jetzt von 14 bis 19? Angriffsgeschwindigkeit 1,1. Achso, 5% kritischer Schaden macht das jetzt zu. Was wird das jetzt hier machen? Blitzschadenbonus, okay. Das hier 10% kritischer Schaden, okay. Machen wir mal 5% kritischer Schaden dazu. Kann er nicht schaden. Not yet. Please be patient. Und ich immer noch das Symbol, okay, das ist einfach vielleicht das Symbol von dem Typ. Das ist so grünisch. Naja, das heißt drum. Ich soll mal in den Brunnen, ey. Tinten graben. Will ich eigentlich nicht. Findet das Tintentor, das zu den Minen führt. Hammer. Reißen die Tinte, Holzbeutel, bla bla. Bergungsmission. 5 frostige Bomben gesammelt. Die Bitte des Schmiedes beschafft eine. Oder auch zwei. Kann man das angucken. Charakterübersicht. Körper. Da gibt es echt alles, aber irgendwie. Tagebuch. Ruhminfo. Bergungsmission da. Okay. Schöne Frage. Wo? Komm, wir reisen mal in den Wald. Gucken, ob da noch irgendwas ist. Auf jeden Fall möchte ich hier den Rest von der Karte noch öffnen. Liegt bestimmt auch noch einiges rum. Wollen wir natürlich nicht davor kommen lassen, ne? Spielzeit würde mich gerne mal interessieren. Ich weiß nicht, ob das auch so groß ist wie jetzt die Upload oder so. Vom Umfang her. Wobei die Upload ja auch eigentlich erst anfängt, wenn es zu Ende ist. Klingt blöd, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber bei dem Spiel wäre es auch nicht schlimm, wenn es jetzt so 20 Stunden oder 25 Stunden geht und du hast dann durch und die Sache ist gegessen, so. Würde mich jetzt nicht stören. Ich schaue eher so eine Art Singleplayer Diablo. Weil man kann es ja auch zu zweit spielen. Oder zu mehr online halt, oder? Wie ich es. Okay, achso. Witzig. Ich stöde vor lauter Labern wieder zurück zum Dorf gerannt. Was das aussieht. Map. Ist hier auch nichts mehr, ne? Was ist denn da oben rechts? Was war das? Ah, das war diese scheiß Vogelscheiche, Alter. Die müssen wir auch noch weg. Klatsche, Alter. Sorry, wenn ich oft Alter sag, aber. Ich bin auch nicht mehr Quatsch, da ist auch keiner mehr da. Das haben wir ja schon gemacht, ne? So, was haben wir hier schönes? Schrein der Tugend. Auch nicht schlecht, ne? Die töten Wölfe von vorhin. Und ach Gott. Ey, ganz ehrlich, Leute.
Alter, ich hab's echt voll mit dem Stingy, dass man wieder mal ausgerüstet. So bisschen. Ich vergesse es immer wieder. Dann präsentiere ich mich und dann denke ich, jetzt mal so eine Scheiße. Ganz ehrlich, das weiß ich doch. Ich meine, das muss einem doch auffallen, wenn man ein Spiel macht, oder ne? Weil das ist ein Bug, wo das bei mir ist. Kann man sich vorstellen, ne? Oder wo das erst unter irgendwelche Hexen rauskauen, wo das dann erst aufgetaucht ist. Das sind wahrscheinlich eh keine, kann man keine Updates mehr dafür für das Spiel. Das ist mal, also wie das mittlerweile ist. So, am Anfang geht es ja noch sogar, weil später hat mal eine Aufnahme. Ja, hab ich ja auch noch drauf. That doesn't look like an ordinary gold coin. Keep that in mind when you need something extraordinary. Okay. Eine außergewöhnliche Münze. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Gott. Knopf. Falsche. Oh. Ich wollte mich doch gar nicht so beamen, Mann. Was für ein Käse. Es geht auch viel zu schnell, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ich habe schon vergessen, was ich machen wollte. Map gucken, oder? Schätze ich mal. Oder Teleportiererei. Ach. Käsebrot. Nur zum Testen, ja genau das wollte ich machen. Ich wollte nicht, warum ich keine Fähigkeitspunkte, wo ich aufgestiegen bin? Warum bin ich nicht aufgestiegen? Wer ist aufgestiegen? Warum? Was? Hä? Ich bin doch gerade aufgestiegen. Ach, Ansehen verbessert. Aussehen. Guck mal, was Neues gefunden. Verhalten. Das ist, glaube ich, mal nicht schlecht hier, ne? Deine Gefährtin wird die Kreaturen angreifen, die dir schaden könnten. Dein Ziel angreifen. Wenn die Attacken am stärksten verwundet wurden. Das Grenzwert für LP-Trank. Verstehe nicht. Ne, das macht schon Sinn auf jeden Fall. Gold. Du kannst ruhig aufsammeln, ne? Macht nichts. Die Heiltränke. Das macht nichts, wenn die es aufsammeln, oder? Das kann die genauso gut einsammeln. Was? Deine Gefährtin kauft diese Menge an LP-Tränken, wenn du sie das nächste Mal zum Geschäft schickst. Ich kann die da hinschicken? Jetzt. Und wenn ich da bin, dann kauft sie sich automatisch auch welche. Kauf mal 5 Stück. Mana Tränke. Das ist mal ganz gut zu wissen, ne? Wird was Neues rausgefunden. Nach ein paar Stunden. Habe ich jetzt Ansehen. Ah, hier, guck mal. Das suchen wir uns raus, bevor wir den Part noch beenden. Und
zornig. Ihr habt gelernt, euren Zorn zu kontrollieren, bevor ihr euch selbst schadet. Dafür könnt ihr anderen nun noch wirkungsvoller schaden. Was ist Zorn? Das ist für sie? Basisschaden, Basis LP und schlecht auf jeden Fall. Schaden bei maximalem Zorn. Das ist auch nicht schlecht. Zwei Stufen für einen Zauber, keine Ahnung. Effizienz von Tränken, boah. Erster Angriff hat eine 5-kritische Trefferschuss, boah. Erhält eine zusätzliche Inventarseite. Schwierig. Das wäre nicht schlecht. Die Abklingzeit für die Respawn von The Lady. Und das schade ich auch nicht. Also 10% schade. Ich glaube mal erstmal das, weil drauf gehen tut es ja trotzdem. Wobei, jetzt habe ich einen Fangkampf eingestellt. Okay, komm. Fuck off. Wir gehen jetzt hier in die Vollen. Gut, ich bin mich mal wieder zurück. Aber das braucht ihr ja nicht. Deswegen mitkriege und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Adieu.